Die Maps wurden zum Release von The Cycle Frontier nochmal verändert und ich erkläre euch einmal für die alten Hasen, was sich an den Maps verändert hat, damit ihr nicht auf neue Maps kommt und denkt, huch, was ist denn hier los? Und für die neuen Hasen erkläre ich, was es mit den Maps überhaupt auf sich hat und wie das Loot- und Monster-System auf den Karten funktioniert. Dazu gehen wir einmal auf das Dev Diary 12, also auf das Tagebuch der Entwickler. Die hauen immer ihre Veränderungen raus und ihre Gedanken teilen sie mit. Ziemlich cool, ziemlich transparent. Könnt ihr euch gerne mal durchlesen. Ich verlinke euch das Ganze unten in der Beschreibung bzw. in den Kommentaren. Und hier wurde erklärt, was sozusagen zum Ende der CB2, also der Closed Beta 2, noch verändert werden soll bis zum Pre-Release, also bis zu der Force Season 1. Das Wichtigste für uns ist jetzt die Map. Und ihr seht, hier wird einiges verändert. Und zwar ist es so, dass mit der Map Bright Sands, wir haben sie hier, Problematik bestand, dass die Spieler sehr viel Money Runs gemacht haben auf Bright Sands. Also es gab für die Spieler nicht so wirklich den Grund, auf Crash and Falls zu gehen. Crash and Falls ist die große Map, da wo etwas besserer Loot ist, aber auch schwierigere Monster. Das Problem ist einfach, dass man auf Bright Sands genug Loot kriegen konnte. Hier sieht man schön Tier 4 Loot und Tier 5 Loot, also hochwertiger Loot. Bevor ich jetzt so weit gehe, was heißt das überhaupt mit dem Loot? Also wir haben hier 5 verschiedene Tierstufen, die zeigen praktisch die Schwierigkeit eines Areals. Also grün ist Tier 2 und grau ist Tier 1. Das bedeutet, im grünen Bereich ist es grundsätzlich schwerer zu überleben als im grauen Bereich. Der blaue Bereich ist Tier 3 und dann haben wir oben links den Jungle und der Jungle ist bereits Tier 4. Das heißt, da ist es schon relativ schwer zu überleben, die Leute sterben an Monstern und an sonstigen Fallen. Und dann gibt es hier zwei Areale. Das ist einmal das Jungle Camp und einmal das abgeschützte Schiff. Und diese Bereiche sind sogar Tier 5. Und da findet man richtig guten Loot, wenn man da reinkommt. Weil nämlich der Loot in den Kisten abhängig ist von der Schwierigkeit. Das heißt, habt ihr ein schwierigeres Areal, ist der Loot in den Kisten besser. Habt ihr ein einfaches Areal, ist der Loot auch einfacher und nicht mehr so viel wert. Das heißt, richtig seltenes Material, was ihr braucht, müsst ihr in solchen High-Tier-Stufen suchen, um dafür nicht zu werden. Deswegen ist dieser Dschungel in diesen Closed Betas immer gerne eine Anlaufstation gewesen für die ganzen Spieler, weil die da hingegangen sind und High-Loot-Material rausbekommen haben. Außerdem waren hier die Kristalle, das heißt, man konnte Kristalle farmen, viel Geld machen. Und es hat alles dazu geführt, dass alle Spieler nur noch hier rumgelaufen sind, anstatt auf der schwierigeren Map. Und das wiederum wurde den Anfängern zum Verhängnis, weil die immer Spielern gegenübergetreten sind, die high gegeared waren, im Late Game waren und so weiter und so fort. Also ein sehr, sehr starkes Ungleichgewicht. Hier sehen wir jetzt Bright Sands nach der Veränderung, also praktisch für die Pre-Release Season 1. Und hier sehen wir, dass jede Stufe um einen Punkt reduziert wurde. Gerade im Dschungel sieht man das schön, dass es gar kein Tier 5 Loot mehr gibt oder keine Tier 5 Schwierigkeit mehr. Tier 5 wurde reduziert auf Tier 4, das heißt abgeschütztes Schiff. Und das Jungle Camp sind jetzt nur noch Tier 4. Und der ganze Jungle anstatt Tier 4 ist jetzt runtergesetzt auf Tier 3. Das bedeutet, richtig seltenen Loot findet man hier nicht mehr. Die Fokuskristalle sollen jetzt weniger sein, also es gibt weniger Spawns für Kristalle. Und dadurch, dass das Areal leichter wird, Tier 3 heißt ja auch niedrigere Schwierigkeit, bedeutet das, dass die ganz schweren Monster nicht mehr zu finden sind. Zum Beispiel Alpha-Marodeure sind weniger da. Und insgesamt sind weniger Monster im Dschungel, sodass der Dschungel allgemein leichter zu durchlaufen sein wird. Also ihr werdet es viel leichter haben im Dschungel. Wundert euch also nicht, wenn ihr mal im Dschungel überlebt, wo ihr vorher immer Probleme hattet. Das ist jetzt viel, viel einfacher, aber auch der Reward ist viel geringer. Hier in der Mitte, die Basisstation, wurde etwas verbessert. Vielleicht das noch unbedingt zu erwähnen. Das ist jetzt Tier 3, das heißt, da findet man noch einigermaßen guten Loot. Ansonsten ist das Tier 2 Areal auch sehr stark reduziert. Das soll jetzt dazu führen, dass die ganzen Spieler mehr auf Crash and Falls gehen, um High-Tier-Loot zu bekommen und nicht mehr auf Bright Sands rumgammeln, um da harmlose Spieler zu killen. Dasselbe ist in Crash and Falls passiert. Hier sind wir Crash and Falls vor dem Nerf. Wir haben ein großes Tier 2 Areal, ein Tier 3 Areal unten links und oben die Labore waren Tier 4, beziehungsweise es gab 3 Tier 5 Areale. Das heißt, die ganzen Spieler sind praktisch oben rechts reingegangen, haben da den seltenen Loot abgeholt und sind dann rausgegangen. Die Veränderung sieht jetzt wie folgt aus. Tier 2 wurde komplett zu Tier 3. Wir haben also keine Tier 2 Areale mehr. Unten links der Bereich ist jetzt nicht mehr Tier 3, sondern ist erhöht worden auf Tier 4. Und wir haben sogar Tier 5 Areale unten links. Das heißt sozusagen das Pendant zu den Laboren oben rechts. Hier ist der Tier 4 Bereich geblieben, allerdings ist ein Tier 5 Bereich entfernt worden, sodass sozusagen die Seiten gleichwertig sind. Also man kann sich jetzt wirklich frei entscheiden, ob man sozusagen nach Nordosten oder Südwesten geht.
Wobei das ganze RL insgesamt schwieriger geworden ist, was aber bedeutet, dass der Loot im kompletten Areal der Map erhöht wurde, verbessert wurde. Das heißt, das ist viel mehr lohnenswert, sich da aufzuhalten und zu looten und vielleicht eine kurze Runde zu machen und rauszugehen, weil die Belohnung einfach viel, viel größer ist. Außerdem ist der Dungeon hinzugekommen. Der Dungeon wird freigeschaltet über die Osiris-Kampagne. Das heißt, wir zählen auf Osiris-Kampagne, meiner Meinung nach die Kampagne, die man als erstes starten kann, weil wir die grünen Stims brauchen. Schaltet dann bei komplettem Progress den Dungeon frei. Die ISA-Fraktion schaltet bei komplettem Progress den Drill frei. Und die Korolev-Fraktion schaltet bei komplettem Progress die Ölstation frei. Das heißt, jede Fraktion hat sozusagen ein Endziel. Wenn man die Fraktion komplett durchspielt, kann man sozusagen die größte Belohnung kassieren. Für die Maps bedeutet das, dass diese Belohnungen einen festen Spawnpunkt haben. Also es gibt feste Punkte, wo man die Ölstation setzen kann, einen festen Punkt für den Drill und natürlich einen festen Punkt für den Eingang in den Osiris Dungeon. Was den Dschungel angeht, gibt es nicht nur weniger Spawnpunkte für die Fokuskristalle, sondern der Fokuskristall an sich ist auch etwas wertloser geworden, wurde also ein bisschen genervt. Das heißt, diese klassischen Fokuskristall-Runs, also diese Money-Runs, sind immer noch möglich und immer noch nützlich, aber eben nicht mehr so stark wie vorher. Das ist ganz wichtig zu bedenken. Und das zweite ist, der Loot hinter jeder verschlossenen Tür. Also wenn ihr ein Gebäude habt, wo ihr eine Keycard braucht und mit der Keycard die Tür öffnet und reingeht und dort eine Kiste findet, ist diese Kiste eine Lootstufe höher als alles drumherum. Das heißt, wenn ihr in einem Tier-3-Gebiet eine Kiste öffnet, in einem verschlossenen Raum, ist das eine Tier-4-Kiste. Das bedeutet, wenn ihr im Dschungel eine Kiste öffnet oder in der Com-Station zum Beispiel auf Bright Sands, dann ist das bereits eine Tierstufe höher. Also da lohnt sich sehr, sehr, die Keys zu farmen und die verschlossenen Türen zu öffnen. Das soll so ein bisschen ausgleichen den Nerf, dass wir sozusagen ein bisschen weniger Loot haben, aber eben mit ein bisschen Mühe wieder den guten Loot kriegen. Wenn ihr noch Einsteiger-Tipps braucht und allgemeine Tipps und Tricks, dann könnt ihr gerne hier mal reinschauen. Da zeige ich euch so die Anfänge, so ein paar grundsätzliche Sachen, vielleicht ein paar Dinge, die ihr noch nicht wusstet, wenn ihr länger dabei seid. Ansonsten wünsche ich euch viel, viel Spaß bei The Cycle, auf eine schöne Zeit. Ich freue mich und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, 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 ciao.